Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um zwei schicke Spielzeuge, die wir uns übers Winterhauffest besorgen können. Und da man ja heute die Geschenke aufmachen kann, also am 25. Dezember, bin ich schon einmal in Eisenschmiede und zwar können wir da einmal im Bankenviertel direkt vor der Bank einmal die Geschenke öffnen. Wenn ihr das Ganze als Hortler machen wollt, dann ist die Geschichte einmal in Ogrimmar. Und hier ist es so, dass ihr hier im Tal der Stärke auch den Weihnachtsbaum habt und da könnt ihr dann einfach die Geschenke aufmachen. Wie läuft es? Wir haben hier, ich glaube, 5 Geschenke, oder? 1, 2, 3... 4, 5 oder da hinten ist sogar noch ein 6 Stück müssten es insgesamt sein. Und ich würde sagen, die machen wir jetzt einfach mal auf und da müssten 2 verschiedene Spielzeuge drin sein. Also, Nummer 1 tüte ich ein, dann haben wir hier Nummer 2. Da gibt es dann auch eine Heldentat. Nummer 3, jetzt schauen wir erstmal die Heldentat an. Das ist dieses Toy, okay. Da ist dieses Sternschnuppenfanggerät drin. 4... 5 und da haben wir noch ein 6. Und jetzt schauen wir mal, was in den Spielzeugen drin ist. Also in Nummer 1 haben wir einmal hier ein Spielzeug, Sternschnuppenschleuderer. Dann im 2. haben wir das 2. Toy drin, Sternschnuppenfänger. Und in den anderen müssten noch lauter Kramsel drin sein. Also was haben wir hier? So eine kleine Weihnachtsmütze, ein bisschen Lebkuchen. Dann haben wir noch einen Zauberstab mit drin. Dann ein Pet, das absolut nichts wert ist, weil man mit dem zugeschmissen wird. Aber gut, hier haben wir nochmal 50 Gold rausgeholt. Und ja, das sind soweit die Sachen, die man rauskriegt. Die Toys sind immer drin, die anderen Sachen sind ein bisschen random. Das könnt ihr übrigens mit jedem Char aufmachen. Und falls ihr das Video jetzt später schaut und es nicht mehr quasi Weihnachten 2022 ist, könnt ihr die alten Toys immer über den Goblin hier kriegen. Und zwar hat der eine Quest, wo wir dementsprechend so ein Yeti umboxen müssen und dann gestohlene Geschenke zurückholen dürfen. Und da gibt es dann eine Kiste und in der Kiste können alle möglichen alten Belohnungen drin sein. Ihr seht hier, All the Things listet hier schon einiges auf, 27 mehr sind da auch noch drin. Also da ist ziemlich viel drin. Es gibt, weiß ich nicht, wie viele Spielzeuge es mittlerweile gibt beim Winterhauffest. Winterhauffest, ihr seht, das ist alles von den vergangenen Jahren, also über... x Jahre hat man das alles bekommen und diese ganzen Sachen sind dann alle immer in den gestohlenen Geschenken drin. Mit ein bisschen Glück kriegt ihr dann die Sachen, die ihr haben wollt. Und auch die beiden neuen Toys, die ich euch jetzt zeigen werde, müssten dann im nächsten Jahr da drin sein. Gut, wir schauen uns das Ganze mal an. Also wir lernen Sternschnuppenschleuderer und Sternschnuppenfänger. Übrigens, ich habe gesehen, dass die beide nicht hier drin sind. Ne? Also meine maximale Toy-Anzahl müsste sich erhöhen, weil die irgendwie hidden sind. Stern, Schnuppen, ne, seht ihr, das ist hier nicht drin. Jetzt lernen wir sie mal. 1, ja, seht ihr, 820 und 2, 821. Was macht das Ding? Werdet einen Sternschnuppenschleuderer erneut verwenden, um einen Sternschnuppenfänger eine Sternschnuppe zuzuwerfen. Okay, also es gibt einen Sternschnuppenschleuderer und das ganz andere ist ein Sternschnuppenfänger. Und wie das jetzt funktioniert, werden wir uns jetzt mal ausprobieren. Achso. Okay, und jetzt? Ich kann das irgendwo hinschmeißen. Okay, gut. Jetzt muss ich mal schauen, ob wir das irgendwie hinkriegen. Warte mal, ich bin im War-Mode. Jetzt machen wir mal den War-Mode aus. Ich habe nämlich meinen Twink hier schon mal abgestellt. Der steht da hinten. Ich dachte mir schon, dass das irgendwas ist, wo wir hier Sachen einsetzen müssen. Okay, jetzt machen wir es mal nochmal auf. Jetzt werfe ich dem mal eine Sternschnuppe zu. Schauen wir mal, ob da was passiert. Okay, da passiert einfach gar nichts. Jetzt muss ich mit dem anderen... Setzen wir mal dieses Sternschnuppenfänger-Ding ein. Okay. Jetzt gucken wir mal, ob das jetzt funktioniert. Also nochmal da drauf schmeißen. Na gut, jetzt leuchtet der so komisch, ne? Sternschnuppe gefangen. Okay, und wenn ich jetzt dem anderen hier... Dann jetzt das Ding zuwerf, was passiert da bei mir? Sonderlich viel. Jetzt werfe ich hier so ein Ding. Da muss ich wahrscheinlich das Ding hier einsetzen. Also es gibt einen Fängerteil und ein Werfteil, aber so ganz habe ich es ehrlich gesagt noch nicht geblickt. Okay, also wenn man den Buff mit dem Fangen hat,
Dann kann man eins zugeworfen kriegen und jetzt habe ich quasi hier den Buff drauf und leuchte da oben auch so komisch, beziehungsweise meine Hände leuchten. Okay, ist eine ganz nette Angelegenheit. Wirklich vom Hocker haut es mich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber ist okay. Also man braucht einen anderen Spieler, einer muss quasi das Werfding einsetzen und der andere davor das Fängerteil und dann kriegt man halt diesen netten Buff. Ich habe jetzt gedacht, das geht irgendwie so hin und her, dass man das hin und her werfen kann. Funktioniert jetzt zwar nicht so ganz, aber zumindest einen kleinen Effekt kriegt man. Und ja, ist ein nettes kleines Toy, aber krass ist es jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Gut, damit wären wir eigentlich schon am Ende von dem kleinen Video. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, wenn ihr die Toys haben wollt, dann solltet ihr die jetzt noch holen bis zum Ende vom Winterhauffest. Das ist noch quasi hier ein bisschen über eine Woche tatsächlich. Also ihr habt noch einen Ticken Zeit, das alles zu besorgen. Es endet am 2.1. Und falls ihr jetzt das komplett verpasst habt dieses Jahr und das erst in einem Jahr schaut, wie gesagt, könnt ihr einmal vom Goblin euch dementsprechend auch das Toy besorgen, wenn ihr ein bisschen Glück habt über diese Kiste und auch die ganzen alten, zu denen ich auch schon Videos gemacht habe. Gut, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Ich wünsche euch noch ein frohes Fest und dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin, ciao.